Makellose Beine, keine Strümpfe im Sommer, Besenrissen sind weg. Ist das möglich? Ja, das ist es. Ich habe euch drei verschiedene Methoden mitgebracht, wie ihr all die lästigen Makel loswerdet. An den Beinen. Und zwar fange ich mit dem ersten an, Airstocking. Es hat sich wahnsinnig viel gemacht bei Airstocking. Und zwar ist es nicht eine Farbe, die man auf die Beine sprayen, sondern es ist ein Seidenpulverprotein. Also der Pulver, der macht wirklich, dass ein Bein sehr seidig aussieht und vor allem schwitzt, wasserfest ist. Also wenn man das drauf sprayt, kann man in die Body gehen, ans Meer und es geht nicht weg. Man bringt es nur weg mit Seifenwasser und es gibt auch keine Flecken auf den Kleidern. Ein Grund, warum ich nicht gerne meine Beine zeige, ist ja einmal die Form und zweitens, ich habe ganz schlimme Besenrisser aus einem Unfall her und auch Flecken. Und die bringe ich wirklich nicht weg. Ganz wichtig bei Airstocking, es gibt es eben in 4 Nuancen. Das heisst, es gibt es eben auch in einer hellen Farbe für die Frauen, die partout nicht braun werden im Sommer. Meistens sind die Beispiele immer zu dunkel gewesen, dann passt das überhaupt nicht zum Körper. Und bei Airstocking gibt es eben die 4 Nuancen, wo man wirklich kann sehr, sehr hell anfangen kann. Und es sieht aus, als hätte man einen schönen Seidenstrumpf, matt, aber nicht glänzig. Und es tut wirklich alles schön verstecken. Und je nachdem, die Intensität, die man will, kann man auch noch einmal drüber sprayen. Und dann ist wirklich alles verdeckt. Das zeige ich euch nämlich jetzt gerade. Mit einer Dose kann man 20 bis 30 Anwendungen machen, was eigentlich so 20 bis 30 Strümpfe bedeutet. Je nachdem, wie viel Mal dass man das muss drauf sprayen und die Intensität vom Effekt. Also bei mir würde es jetzt zweimal brauchen, weil ich relativ viel Besenrisser habe, um den Effekt von makelloser Haut zu haben. Ich habe jetzt eine Farbe gewählt, die zu meinem Arm passt. Weil ich oben durch eher braun bin und unten durch meine Beine heller sind, deshalb habe ich einen Ton dunkler genommen. Wenn man mehr Besenrisse sieht oder wo der Makel stärker ist, kann man einfach noch partiell drauf sprayen und einfach ein bisschen so drauf tupfen. Es geht ca. eine Minute, bis alles trocken ist und dann kannst du in die Hose reingehen, in die Kleider und es gibt wirklich keine Flecken, nichts. Und das Sensationelle ist bei dem, man kann es wirklich bis zu 3 Jahre behalten und es verstopft nicht die Düse, die sind wirklich ja, sprayt. Bis am Schluss, durch das es keine Farbe ist, sondern das Proteinpulver, sprayt es ohne Ende. Also sicher von Vorteil. Und das Bein ist gepflegt, es hat Aminosäure drin, es hat Grüntee drin. Also man muss gar nicht mehr drauf tun, sondern wirklich sprayen und Bein zeigen. Airstocking hat mich total überzeugt, aber ich habe weiter für euch umrecherchiert, was auf dem Markt ist im Bereich Beinpflege. Und im Fernsehen habe ich das Vital Vene gefunden. Bin selber gespannt, wie das wirken tut. Ich teste es jetzt sehr schmal austesten für euch. Vital Vene verspricht vor allem, wenn man Probleme hat mit den Venen, so ein kühlender Spray. Also ich kann mir vorstellen, dass es sehr angenehm kann sein, warme Tage, schwulene Beine. Und dass das erste Mal abgekühlt wird und nachher das Ganze ein bisschen mit einer Creme ein bisschen kann die Venen retuschiert werden. Also ich bin gespannt. Also schmecken tut schon mal fein nach Menthol. Menthol ist ja eine kühlende Substanz. Und das fühlt sich mal gut an. Es ist noch eine Creme dabei, so ein Make-up für alle Hauttypen. Das nimmt mich wunder, wie die so wirken tut, weil ich habe eher ein dunkle Beine, vielleicht andere haben helle. Nimmt mich wunder, wie sich das anpassen tut. Es schmeckt sehr fein. Es ist einfach zum Auftragen. Es klebt nicht. Eigentlich wunderbar. Es ist einfach für meinen Hautton zu hell. Ich denke, das Produkt ist sicher gut für jemanden, der eine hellere Haut hat. Für die dunklere Haut lohnt sich das nicht. Der Spray an sich finde ich super, weil es tut wirklich kühl. Ich spüre jetzt noch eine Leichtigkeit. Das Bein fühlt sich leicht an. Die Venen sind nicht verschwunden. Das ist wahrscheinlich nicht möglich. Aber man muss es wahrscheinlich mehrere Mal am Tag machen. Sicherlich ein gutes Produkt. Aber bei der Farbe, dort ist Airstocking sicherlich Number One. Fazit. Der Kältespray, der wirkt sehr angenehm. Das Make-up, da bin ich nicht so zufrieden, vor allem für meine Beinfarbe ist das nicht perfekt. Vor allem, wenn es draufsteht, für alle Hauttöne sollte sich das ein bisschen besser anpassen. Schade. Bevor ich Airstocking entdeckt habe, musste ich mich selbst helfen und ich habe es folgendermaßen gemacht, meine Beine ein bisschen schöner aussehen zu lassen. Ich habe Make-up gebraucht, zum Beispiel. Egal ob Kompaktpuder, flüssiges Make-up, was ich als Sticks, was ich auch immer zuhause habe. Und dann habe ich das auf meinen Beinen gemixt, die Farbe und drauf geschmiert und das mit einem Fixierspray dann so fixiert. Und das war auch eine Methode, die bis jetzt geholfen hat. Sicherlich nicht so effizient und schnell wie die anderen Methoden, aber eben sicher auch eine gute Methode. Da kann man selber raus, wirklich raustüfteln, welche Hautfarbe dass du wirklich am Bein hast und perfekt anpassen, das ist eigentlich der Vorteil. Dort, wo es ja, ein bisschen dunkler ist, kann man noch
ein bisschen intensivieren mit dem Make-up. Ein bisschen mastiger das Make-up, je nachdem mit was Make-up, dass man es drauf tut, als der Spray. Aber es ist auch eine Variante, wie man schnell sich Hilfe schaffen kann, um die Beine besser anzubringen. Ohne das geht es natürlich nicht. Wenn du nur Make-up drauf tust und kein Fixierspray, dann hast du die Sauerei. Und es hebt beim ersten Mal schwitzen oder ein bisschen nass werden, fließt alles weg. Also der Zauber. Und eben mit Thermocolor, es gibt natürlich verschiedene andere Fixiersprays, hebt das natürlich an und ist auch wasserfest. Mit dieser Methode können alle Beine sich jetzt zeigen lassen, schön Flip-Flop anlegen, Sandalen, keine Strümpfe müssen anlegen und sich dabei selbstsicher und wohlfühlen.